Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Aufnahme von The Division. Wir sind in der Dark Zone und das Thema, was wir heute besprechen müssen, ist ein echt ernstes Thema. Ein ernstes Thema, was allgemein The Division angeht und was die Problematik des Spiels betrifft. Denn wir haben ja schon mit Muppet Launch und ich haben ja schon mal gegen öfter so gute Spieler gespielt und diese guten Spieler waren auch gut, da möchte ich gar nicht absprechen, aber es war immer etwas komisch, nämlich Bewegungen oder hinter LKWs geschossen oder andere Dinge, wo ich mir dann dachte, hier stimmt was Grundsätzliches mit dem Spiel nicht. Und jetzt hat sich das bestätigt. Und zwar gibt es den Fehler... gibt es den Fehler, der nennt sich Running in Place Bug. Ich muss kurz ablesen, weil Markus Style hat dazu ein Video rausgebracht und ich musste oder möchte das Video auf jeden Fall mal mit euch besprechen. Also zum einen ersten, gestern am 19.07. habe ich im Muppet Launch einen Stream gemacht, da haben wir einen Untergrund mit dem neuen Child, dass man, also dieses Schild, was man da aktivieren kann. Für Division 2 die Belobigung. Und da hatten wir in dem Chat eine rege Besprechung, sage ich mal, wo wir halt besprochen haben, da, man kann ja mal seine Sets zeigen, wie man so spielt und so. Und das möchte ich kurz machen und dann möchte ich auf den Bug eingehen, warum ich glaube, dass das Spiel grundsätzliches Fehler hat und warum das so ist, wie es ist. Und dass wir alle schon mal irgendwie wahrscheinlich, wenn man PvP spielt, diesen Bug nutzen mussten, konnten, durften. Okay, ich fange mal an. Also zuallererst, wir haben einen Stürmer jetzt. Der Stürmer fährt mit 6600 Schusswaffen, 6500 Ausdauer und mit Elektronik 2961. So. Ich komme auch nicht weiter runter mit Elektronik, das. Keine Ahnung. Ist halt so. Ich habe eine Feuerkraft mit der Haus von 309.000 und mit der Schusswaffe von der Lova mit 291.000. Fangen wir mal an mit der Waffe oben links, also die Haus. Wir haben ja 18.600 Schaden in Grundschaden, voll hochgerollt auf 286, jetzt 22% kritische Trefferchance. Wir haben darauf präpariert, kritische Treffer heilen. Da ich hier kritische Trefferchance habe, habe ich gedacht, macht Sinn. Den zugefügten Schaden ist 3%, könnte uns vielleicht im Kampf, wenn man gegen jemanden kämpft, gegenheilen oder mitheilen. Kritische Treffer erhöht das Nachladetempo um 10% bis zu einer minimalen Nachladedauer von 1 Sekunde. Das heißt, ich kann relativ schnell wieder losballern, wenn ich auf einen Gegner schieße. Und eine Hälfte des Magazins richtet 20% mehr Schaden an. Die Hälfte mit dem erhöhten Schaden wechselt nach 5 Sekunden oder wenn das Magazin leer ist. Das heißt, man muss das relativ schnell runterschießen. Was auf jeden Fall ganz cool ist, wenn man eine MP hat. Ich finde, gar nicht schlecht. Verbesserungsvorschläge gerne unten in die Videobeschreibung rein. Dann geht es um das LOVAC, die LVUA-C. Und sie hat 24% gegnerische Rüstungsschaden. Mittlerweile soll das Standard sein. 18,4 Schaden im Grundschaden. Also Geschwindigkeit habe ich hier 890 und hier 891. Ich habe auf dieser hier nachtragend drauf, das heißt, wenn ich halt Gesundheit voll ist, mache ich nicht mehr Schaden, aber wenn dann ein fehlendes Segment ist oder 10% und wenn zwei fehlende Segmente sind, mache ich 25% mehr Schaden, also umso weniger Leben ich habe, umso mehr Schaden haue ich raus. Das habe ich mir gedacht, ist ganz cool, wenn ich jemanden töte oder einen Gegner töte, kriege ich dann 35% Gesundheit für 20 Sekunden. Und mit dieser Waffe wird nochmal der kritische Trefferchance um 5% erhöht, damit ich vielleicht mehr Crit-Treffer lande. So, das sind jetzt die Waffen. Dann habe ich hier noch eine abgesägte doppelte Schrotflinte mir gemacht. Eine 203er, weil sonst kriege ich die Talente nicht freigeschaltet. Und da habe ich drauf, räuberig und das entschlossen, das hätte ich sonst nicht frei bekommen. Eliminieren eines Ziels reduziert die Cooldown-Zeit aller Fähigkeiten um 7,5%. Jetzt kein kühler Kopf drauf, weil ich habe es einfach nicht drauf bekommen, aber ja, ich glaube, es geht gar nicht. Aber das ist okay. Und dann hat man Eliminieren eines Ziels, wie gesagt, 35% Schaden und Töten eines Ziels erhöht nochmal die Lebenspunkte um 6%.
sodass ich da relativ schnell wieder oben sein könnte, wenn ich NPCs töte. So, dann habe ich hier noch eine Damaskus mir gebaut, auch eine 181er. Mit kühlen Kopf drauf, damit ich meine Ulti schnell wieder bekomme. Und wenn gezogen, erhöht sich der Waffenschaden 20% für 2 Sekunden. Anschließend verringert sich der Waffenschaden um 20%. Also, wenn ich ziehe, habe ich für 2 Sekunden 20% mehr Schaden. Das ist relativ scheißegal, denn die abgelegte Shodi ist meine Nahkampfwaffe für die ganze Sache. Fangen wir mal an kurz mit dem Herrnich des Stürmers. Und da habe ich drauf eben Ausdauer wegen dem Stürmer-Set-Bonus. 6% Rüstungsschaden, Lebenspunkte und Magazingröße. Hab nochmal drauf, hier, ich habe leider noch keine besseren Mods gefunden. Da würde ich ja gerne eine kritische Trefferchance drauf machen. Schusswaffe und Fertigkeitsstärke und nochmal Schusswaffe und Fertigkeitsstärke. Dann habe ich hier noch drauf auf dem Rucksack. Lebenspunkte, Ausdauer und Kapazität Munition. Und hier unten habe ich dann drauf Impulsgeber, kritische Treffer Schaden und nochmal Impulsgeber, kritische Treffer Chance. Habe ich leider noch keine 2% gefunden. Müssen wir noch schauen. 266 Schusswaffen und 3009 Fertigkeitsstärke. Dann habe ich hier die Maske. Und die Maske ist entsprechend mit Rüstungsschaden, Schaden gegen Elite. Da überlege ich mir noch. Die kann ich gar nicht. Ich überlege mir noch, ob ich im nächsten Event vielleicht noch ein bisschen was anderes zusammenbaue mit dem Stürmer, dass ich ein bisschen was austeile. Eintreffende Nachschublieferungen. Jedenfalls 1401 Ausdauer. So, und dann haben wir hier unsere erste Schusswaffe. Handschuhe. Und zwar des Stürmers. Kritische Trefferchance, Lebenspunkte bei Tötung und gegnerischer Rüstungsschaden und auf Schusswaffe. Und haben hier natürlich keine Mod drauf, denn da geht keine rein. Hier. Knieschoner des Stürmers habe ich mir mal wieder Schusswaffe gemacht. Hab Lebenspunkte, Schaden gegen Elite drauf, unter Schockwiderstand, im Brandwiderstand. Dann habe ich hier unten noch die Mods drauf: 265 Schusswaffen, 2970 Lebenspunkte und Impulsgeber, kritische Treffer Chance. Und als Holster habe ich dann nochmal kritische Treffer Chance drauf. Und dann natürlich alles hochgerollt auf 1401 und hier unten nochmal Erste Hilfe Selbstheilung, die ich austauschen muss, denn die brauche ich nicht. So, dann gucke ich mal ganz kurz, vielleicht habe ich noch was anderes. Hier, genau. So, dann tausche ich die schnell aus, denn die habe ich wohl noch vergessen zu tauschen. So, warte. Okay, dann habe ich die auch und dann speichere ich kurz die Ausrüstung nochmal, überschreiben. Okay, und jetzt kann ich euch mal ganz kurz erklären. Wir gehen mal die Abholung da holen. Ich gehe mal ganz gleich kurz erklären, wie das Ganze denn jetzt ist mit dem Bug. Warnung. Betreten Und zwar, eines der Bug kontaminierten ist Gebiets. eben nicht so einfach zu erklären, weil man stellt eine Immunitätsbox, geht Sie verlassen raus. das Das zeige ich euch kontaminierte gleich mal Gebiet. visuell. Geht raus und macht dann Du wirst sterben. die Dinge. Ja, ich muss irgendwie Feuergeschwindigkeit drauf machen. Auf jeden Fall geht's ganz gut. Kommt gar nicht auf dumme Ideen. Nachschublieferung gesichert. So. Ja, ich erkläre euch das ganz kurz jetzt mal mit der Trockenübung, sage ich mal. So, ich nehme mal die Blendgranate. Also, es ist folgendermaßen. Man stellt sich die Box, die Immunitätsbox hin. Nahegelegene Abwurfstelle wird gerade geräumt. Man geht aus dem Kreis raus. Man gibt sich Alarm. selber eine Nahegelegene Blendgranate. Nachschublieferung von anderen Agenten Dann geht man angebracht. rein und hat dann mit dem Skill alle, die im Umkreis sind, direkt im Desync. Das heißt, die sehen einen nicht mehr. Hier, seht ihr das? Die ganzen NPCs, die ganzen Figuren, alles ist dann quasi völlig desync. Und das Ganze so lange, wie der Effekt der Granate anhalten würde.
Das heißt, wenn ich mir selber eine Blendgranate, also eine Haftgranate in die Fresse haue, sind das 12 Sekunden. Ja, habt ihr gesehen? Jetzt hat er synchronisiert. Und in diesen 12 Sekunden bin ich völlig desynchron mit den ganzen Servern und den ganzen Spielern um mich herum. Und das Ganze hat natürlich zur Folge, dass ich, alles umhauen kann. Das sieht echt komisch aus. Ich blende das gleich mal ein von Markus Style. Das ist wirklich nicht lustig. Which means that right after winning a place, the character model of players will move very rapidly from place to place, following the paths that the players originally took, up until the very moment that the player models are in sync again. But this can of course also be abused very heavily, because while the movement may be delayed, again the damage dealt by the player running in place is not delayed. So what someone could do is make himself run in place and then walk a certain path that he wants his character model to walk 5 seconds from now, and then he can start shooting as the running in place is about to stop. Which means that he's basically ADSing, but then also sprinting at the same time, which makes it basically impossible to kill him in a straight up fight because he's super fast and super accurate. Not everything though, because if you understand how this bug works, and some people actually do already before making this video, it can also very easily be used to exploit the game and basically use it to someone's advantage. Because yes, if you run in place, you're obviously going to become a very easy target for someone else, and you will most certainly die, even if you're running away, even if you're behind a building. You're still on that same place for someone else, and because of that he's going to be able to kill you very easily, because the damage in this game is client trusted. What he sees on his screen is true, and vice versa as well, right? But if you can do this on command, it can also work to the advantage of the player running in place. For example, here's a demonstration of me making myself run in place behind this object, and you can see that on someone else's client I'm still behind the cover, but in reality I've already walked up to them and I can just start shooting them in the face. The damage in this game is again client trusted, so what happens on my screen is king. And thus, I can just shoot him through the wall, which makes it look like from their screen like I'm using some sort of wall hack. The time that you run in place is always dependent on how long the status effect would have lasted if you didn't cleanse or prevent it with the support station. So you can run in place for a very short time when getting shocked, for example, but also for a very long time when being EMP'd, up to 12 seconds, especially when you have no disrupt resistance. This does indeed mean that running disrupt resistance on your gear is going to make you run in place less. But yeah, what happens after those 12 seconds, after the duration would have been over, is that the game is trying to play catch up with you, so to speak, because the game does realize that there's a difference between clients, that there's a difference between what you see and what someone else sees. So to compensate for the running in place, the game will often move the player's model a lot faster on everybody else's screen to kind of catch up with what really happened on the guy that was running in place. Und wie ihr gesehen habt, so sieht das dann aus. Und das sieht aus, als wenn jemand cheatet. Dabei ist nur eine Desynchronisation mit dem Server und naja. Ich mach mal hier was. Das ist jetzt unsere Stadt. Das ist unsere Chance. Nachschublieferung gerade von einem anderen Agent angenommen. Alarm. Nahegelegene Nachschublieferung von anderem Agenten aufgenommen. Sie lösen ihre Zugehörigkeit zur Division. Dadurch werden sie als Abtrünniger markiert. Habt ihr das gesehen? Okay, ich wollte es nur mal zeigen. Das ist genau der Bug. Und das ist das Problem in diesem Spiel. Wir haben ein grundsätzliches mechanisches Problem, was dieses Spiel hat. Und da kann man machen, was man will. Man tut diesen Bug außersehen auslösen. Man tut ihn einfach außersehen auslösen. Auch wenn man es nicht will, es wird mit einer Immunitätsbox immer passieren. Und das ist ein Problem. Es ist einfach ein grundsätzliches Problem. Und das habe ich schon mal gesagt in einem, ich glaube in einem anderen Stream oder so, am 19.07. Wenn ihr das gesehen habt, der Stream müsste dann langsam online sein. Dann könnt ihr das nochmal, nicht am 19.07., an einem anderen Tag. Ihr könnt das gerne nochmal sprechen, nachsehen. Es war in einem anderen, ich weiß gar nicht mehr wann. Da waren auf jeden Fall dann vor der Tür so Haufen Vokes. Und man
hat gegen die nichts anfangen können. Die haben immer Immunitätsbox gehabt, die haben dann den Final Measure gehabt, die haben die Status, Granaten immer aufgefressen. Und im Prinzip ging es genau darum. Und da hat man auch hinter einem LKW gestanden, plötzlich war man tot, man hat ihn draufgeschossen, keinen Schaden reinbekommen. Und das passiert eben genau das. Ich habe das Video von Markus Daimer unten verlinkt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch das mal anschaut, denn dann seht ihr, worum es eigentlich in diesem Bug geht. Das ist nämlich kein Exploit im Sinne von, dass man irgendwas machen muss, bestimmtes, um dann, sondern es ist ein Bug, denn ich spiele ja mit der Immunitätsbox. Ich mache ja, ich tue mich ja extra da reinstellen, damit ich den Status entgehe und nicht damit ich mich irgendwie exploite. Ja? Und das muss gefixt werden und ich prognostiziere, dass dieser Bug, den es hier gibt, dass es den wahrscheinlich lange Zeit nicht gefixt werden bekommen. Denn die werden jetzt 2 oder 3, 4 Leute abziehen, die sich darum kümmern sollen, die vielleicht von der Mechanik, wie sie eingebaut wurde, überhaupt nichts zu tun haben. Und dann hast du automatisch immer das Problem, dass diejenigen erstmal sich reinfixen müssen. Ich bin mir sicher, dass die das nicht so einfach fixen können. Das ist ja ein grundsätzliches Problem. Also ich würde mich sehr gerne überraschen lassen. Aber ich bin sehr pessimistisch, dass das gefixt wird. Gut, ja, sollte es schon gewesen sein. Vielleicht machen wir heute Abend trotzdem noch einen Dark Zone-Stream. Und da erkläre ich auch gerne im Stream, warum ich jetzt keinen Rückholer spiele in der Dark Zone, warum ich das einfach bis zum Bugfix vermeiden möchte. Sie verlassen denn jetzt das mit einem Rückholer Gebiet. Tut man wahrscheinlich außerdem immer exploiten, denn man hat immer eine Immunitätsbox, die richtig weiten Reichweite hat. Das erklärt übrigens auch, warum man die Blendgranate in der Dark Zone nicht verwenden soll, das angeblich ja zu Lags führt. Das führt nicht zu Lags, sondern zu Desynchronisation. Es ist ja viel schlimmer, als man dachte. Alles klar, bis dann und einen herzlichen und schönen Tag noch. Tschüss und frohes Wochenende.